Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Ich mache mal die Luke hier zu, ist ein bisschen windig, klingt ein bisschen doof, ich weiß, aber es ist nun mal so. Mein Schnupfen ist noch nicht weg, aber mir geht es eigentlich aktuell wieder ganz gut. Gestern, ja, auf dem späten Nachmittag habe ich nochmal ordentlich Kopfschmerzen gekriegt, aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Wie gesagt, heute sehe ich da kein Problem mehr. Der Weg hierher bis nach Seattle war, ja, wie gesagt, nicht so der allercleverste vor 2 Tagen sozusagen, aber ja. Ist halt so, ist passiert. Ich bin auf dem Weg Richtung Norden und ich starte heute meinen Versuch, die Grenze nach Kanada zu überschreiten. Ich habe grundsätzlich jetzt keine größeren Bedenken. Ich habe meine Sachen vorbereitet. Das Einzige, was vielleicht ist, ist, dass Belmer nicht ganz so sauber und schick ausschaut. Da könnte vielleicht der Zoll ein Auge drauf werfen. Zwecks Dreck und so weiter und so fort mit ins Land schleppen, bla 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 bla. Also mal gucken, vielleicht suche ich vorher noch mal eine Waschstraße auf. Aber ansonsten sollte sich das ja eigentlich ausgehen. Und hier rechts sieht man die beiden Stadien, einmal Baseball, das vordere, und das hintere Football. Und Baseball war gestern eine Riesenveranstaltung, hatte ich ja gesagt, aber hier krachend voll, war ziemlich interessant. Ich habe mich auch mit dem einen oder anderen, der hier so rumgesprungen ist, unterhalten und da hat man auch gemerkt, dass die Leute wahnsinnig fiebern oder darauf hinfiebern, dass das einzige Basketballteam hier wieder zurückkommt. Die legendären Supersonics sozusagen aus den 90er Jahren, die ja irgendwann mal hier sozusagen verkauft worden sind und dann vom Eigentümer, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, umgezogen sind Richtung Oklahoma und dadurch dann Oklahoma City Thunder oder so entstanden sind. Ich weiß es nicht mehr, ist mir zu lange her, so eine kleine Grauphase meiner NBA-Aktivitäten. Aber ja, die Dinger sind halt riesengroß, ne? Das ist schon ziemlich faszinierend, was so das Riesensportgeschäft in den USA angeht. Und selbst wenn du durch die Städte fährst und zu den Highschools oder zu den Colleges und so kommst, gerade Football ist halt immer die größte Sportstätte an jeder Schule, Hochschule, Universität, wie auch immer, die du finden kannst. Ne? Und wenn es sonst nichts gibt, selbst in so einer super mini-kleinen Mini-Stadt, dann hat zumindest Football einen großen Rasen mit einer Tribüne dran, auf jeden Fall. Also Football ist halt nach wie vor der Sport schlechthin. So, ansonsten Skyline. Seht ihr die hier heute auch nochmal so aus Fahrersicht? Ist schon schick, ne? Ist schon cool. So die alte Union Station ist das, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Super interessant. Hier zwischendrin den Smith Tower. Über den habe ich mal vor Jahren eine riesige Doku gesehen. War super, super interessant, eines der ersten größeren Hochhäuser mit entsprechender Facility-Technik drin, sage ich mal, also so entsprechenden tollen technischen Schnickschnackgraben in Sachen Fahrstühle und so weiter und so fort. Und damit meine ich jetzt nicht nur den reinen Fahrstuhl, sondern auch die Technik drumherum, Sicherheitstechnik und so weiter und so fort. Super, super interessant. Kann man auch rein, kann man sich angucken. Ist mir aber zu teuer, man kann da oben auch auf die Plattform. Kostet $35, insofern ja, habe ich drauf verzichtet, abgesehen davon, dass ich gestern Nachmittag dann doch wieder ordentlich Kopfschmerzen gekriegt habe und das weitergesucht habe. Ansonsten habe ich heute ehrlich gesagt nicht vorgehabt, durch Downtown zu fahren, aber irgendwie hat sich Google hier, ohne dass ich es mitgekriegt habe, sich umentschieden, woanders lang zu fahren. Ärgert mich gerade ein bisschen, aber muss ich jetzt durch und gibt euch die Gelegenheit, hier nochmal zumindest 1-2 Blicke mit zu erhaschen. Ansonsten ist die Stadt halt wahnsinnig sauber, muss man sagen. Und die sind auch gestern viele Säuberungsfahrzeuge durchgefahren. Ne? Also auch jede Menge, die dann hier so mit Wasserstrahlern und so hier richtig die Betonstraßen gekerchert haben. Bezogen auf das, wie man es hier sehen kann, dass hier echt wahnsinnig viel Beton überall ist, hat man es trotzdem hingekriegt, hier einigermaßen die Bäume aufrecht zu erhalten. Den Gesundheitszustand, den will ich jetzt hier mal nicht weiter kommentieren, weil ich keine Ahnung von habe. Aber
es gibt dem Stadt natürlich nochmal oder gibt der Stadt natürlich nochmal ein anderes Bild, als wenn das hier nur reine Betonburg wäre. Also da haben sie sich zumindest Mühe gegeben, ne? Also was Sauberkeit angeht und zumindest das Notwendige an Grün hier reinbringen, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht im Gegensatz zu anderen Städten, die ich bisher hier so gesehen habe. Ist das ehemalige Observatorium. YMCA, hier standen gestern auch tausende Leute davor und haben Fotos gemacht. Ich weiß nicht warum. Ist sowas wichtig? Dann entgeht mir ja was, offensichtlich. Hier oben sieht man auch eine Monorailbahn, also hier geht auch so eine Monorail einmal durch. Geht irgendwie so Mitte Stadtbibliothek oder so bis zu dem Park, zur Space Needle sozusagen. Habe ich mir aber nicht weiter angeguckt, weil so weit sind die Wege jetzt hier auch nicht, dass man jetzt unbedingt alles hier irgendwie fahren muss. Wie ohnehin, also jetzt Seattle eigentlich relativ entspannt zu Fuß zu erleben ist, außer dass, wie ich vorhin sagte, so ein paar Hotspots sind halt ziemlich weit auseinander. Da muss man dann doch schon mal den Bus und so nehmen. Aber grundsätzlich, die Fußwege sind gut. Von der Schattenlage her, es gibt auch relativ viele Plätze, wo man sich mal hinsetzen kann und so. Also insofern gefällt mir das so als Stadt schon. Und ich finde Seattle eigentlich durchaus interessant und lebenswert. Es ist halt, wie gesagt, unaufgeregt und sowas wäre mir lieber als jetzt irgendwie so ein freakiger Kram wie Los Angeles oder so. Ist doch eine Grenze. Mal gucken, wie das hier klappt. Wie immer, ich schalte euch ab, damit ich hier keine Diskussion führen muss. Und dann werden wir weitersehen, wie das hier läuft. Das ging viel, viel schneller als gedacht. Und ja, also manchmal ist es ein bisschen komisch. Die Amerikaner haben sich hier gar nicht zeigen lassen. Also da hat doch keiner weiter irgendwie auf Visum oder sonst was reagiert, was ein bisschen komisch ist. Und von den Kanadiern habe ich einen Stempel gekriegt. Also insofern bin ich gerade ein bisschen überfragt. Gibt mir natürlich gleich wieder neue Fragen auf, dass, weiß ich nicht, ob das jetzt automatisch funktioniert, dass die Amerikaner wissen, dass ich raus bin aus ihrem Land oder ob hier noch irgendwo was kommt. Also ich habe jetzt hier keine Stelle gehabt, wo ich hätte irgendwie auschecken müssen oder so. Oder ich habe nicht aufgepasst. Wie auch immer, Probleme müssen gelöst werden, wenn sie denn dann da sind. Tja, und damit sage ich einfach mal herzlich willkommen in Kanada. Genauer gesagt in British Columbia, auf gut Deutsch. Wir sind hier irgendwie knapp, 50 Meilen, 40 Meilen von Vancouver entfernt, was nicht mein Ziel heute ist, sondern ich bin eigentlich genau da, wo ich sein will aktuell. Aber dazu später nochmal aus dem Hotel. Gut, ansonsten werde ich hier gleich irgendwo nochmal anhalten, um mein Tacho umzustellen, denn wir sind ja jetzt wieder bekannterweise irgendwo in einem Land, das auf jeden Fall dem metrischen System zugeneigt ist. Und bevor ich hier irgendwelchen Unfug treibe, ich mal lieber hier irgendwie rechts ranfahren und mal mein Tacho wieder umstellen. Diesmal sage ich es direkt. Beim letzten Mal hat, glaube ich, der Felix gefragt, weil dann doch schon mitunter zur Verwirrung führt. So, ich habe jetzt hier mein Domizil bezogen. Wie man sehen kann, ist es ein Zweibettzimmer. Zweibettzimmer ist einfach günstiger als ein Einzelzimmer. Warum auch immer zum Teufel, ist mir völlig Wurst. Ich bin jetzt in einem Zweibettzimmer, das heißt, ich kann hier jede Nacht entscheiden, in welchem Bett ich schlafen will. Ja, der Weg hier rüber jetzt Richtung
Kanada, der war jetzt relativ entspannt, war überhaupt gar kein Thema. Man konnte auch so ein bisschen Smalltalk mit den Herrschaften am Zoll machen, wobei ich bei solchen Sachen mal ein bisschen vorsichtig bin nach den Erfahrungen, die ich in der Türkei gesammelt habe, weil man lässt ja da gerne mal ein paar Infos raus, die dann gleichzeitig wieder gegen einen verwendet werden können. War jetzt hier nicht der Fall, aber ja, man sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Jungs am Zoll, die waren auch so ein bisschen in dieser Form gestrickt von wegen, schön, dass du es durch die USA geschafft hast und endlich in einem vernünftigen Land bist, so ungefähr. Ob man da darf, wenn man beim Zoll arbeitet, weiß ich nicht, aber man hat gleich so eine kleine Nicklichkeit, sage ich mal, feststellen dürfen dort vor Ort. Wie auch immer, tun sich neue Fragen auf, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Ich habe hier keinen Zoll durchlaufen müssen von der amerikanischen Seite her. Also die sind klar, die sind froh, wenn jeder das Land verlässt, anstatt nur reinzukommen. Aber ich weiß halt nicht, wie das im Hintergrund dann mit dem Visum und den ganzen Unterlagen läuft. Da muss ich mich jetzt noch mal ein bisschen schlau machen. Ist so ein bisschen ärgerlich. Und vor allem hatte ich eigentlich auch gehofft, dass ich vielleicht nochmal mit jemandem drüber sprechen kann, wie es jetzt mit den 180 Tagen ausschaut des Visums, weil in der Regel kenne ich das so, zumindest in den Ländern, wo ich bisher immer war, dass wenn man das Land verlässt, dass diese 180 Tage gestoppt werden und dass sie dann zum Schluss halt in Summe zählen, über einen gewissen Zeitraum letztendlich. Und ja, beim Eintritt hier in die USA haben die Jungs mir da unten im Süden, Texas sozusagen was anderes erzählt, beziehungsweise als ich mehrfach nachgefragt habe, konnten sie mir ja dann auch nicht mehr antworten, so dass sie bloß nur abgewunken haben und gesagt haben, schau einfach auf der Regierungsseite nach. Auf der Regierungsseite kriegt man keine Infos, insofern, ja, großes Fragezeichen, muss ich nochmal nachgehen. Wie auch immer, soll mir aktuell auch erstmal egal sein. Ich bin hier drinne offiziell, habe den Stempel und habe damit jetzt auch erstmal 180 Tage für Kanada. Die werde ich nicht brauchen nach meiner Planung, aber es ist gut, sie erstmal zu haben. Die ersten Unterschiede hier, muss man schon sagen, habe ich gleich festgestellt, hier auf der Straße schon, der ein oder andere, der gegrüßt hat und so, und kommt halt gleich die Frage, ganz schön weiter Weg aus Deutschland heraus. Die Leute können auf jeden Fall was damit anfangen mit meiner License Plate, also mit meinem Nummernschild hinten dran, während die Amis immer bloß gefragt haben, warum, wieso, weshalb ich denn aus Kanada mit dem Motorrad bis in die USA fahre. Soll jetzt keine Verallgemeinerung sein, gibt natürlich auch andere Leute, so ist nicht, aber ich gehe jetzt einfach bloß mal vom ersten Eindruck her, schon alleine jetzt, wie gesagt, die erste Stunde, wo ich jetzt hier unterwegs bin, habe ich bestimmt mit 10 Leuten gesprochen und alle haben irgendwie gewusst, dass das ein Motorrad aus Europa ist und die meisten von denen haben auch gewusst, dass es Deutschland ist. Also insofern, da sieht man gleich, dass, ich sag mal, das allgemeine Weltbild in Kanada ein bisschen anders ist als in den USA. Aber ich will da nicht zu sehr drauf rumreiten. Mal gucken. Vielleicht sage ich noch mal ein bisschen was zu den USA und meiner Erfahrung, aber das ist jetzt erstmal nicht Teil von der Stelle hier. Gut, ich gehe jetzt hier einfach mal noch mal schnell shoppen, weil hier direkt vor dem Hotel ein Walmart ist. Das trifft sich sehr, sehr gut. Und Plan ist, hier an der Stelle für 4 Tage zu bleiben, um das Motorrad auf Vordermann zu bringen, so dass ich keinerlei bösen Überraschungen ins Auge gucken muss, wenn es dann jetzt Richtung Norden geht als solches. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, das wird sich dann zeigen, dann mache ich nochmal einen Abstecher rüber nach Vancouver, aber es ist grundsätzlich erstmal an der Stelle von meiner Seite nicht geplant. Müssen wir sehen, werdet ihr sehen, werde ich sehen, lasst euch überraschen. Während ich aus Bequemlichkeit den Ölwechsel und den Kettenkit-Wechsel in der Werkstatt machen lasse, nutze ich die Gelegenheit hier im Hotel der Tiefgarage, um mich zumindest um meine Bremsen selbst zu kümmern. Zunächst mal ist die Hinterradbremse dran, die ich hier mit einfachen Mitteln einfach auseinandernehme und schaue. Dabei sollte man bei den neueren Motorrädern immer darauf achten, dass man hier nicht aus Versehen irgendwie den ABS-Sensor mit wegreißt. Insofern achtet da bitte immer drauf. Die Bremssteine sind ja dann meistens nur durch einen kleinen Splint gehalten, insofern kriegt man das doch relativ schnell ohne großen Aufwand auseinandergebaut. Ich reinige dann in dem Fall die Bremse selber nicht weiter, ist der Aufwand zu groß, um das hier so nebenbei zu machen, aber zumindest das Innenleben der Bremse, die Kolben, die Halter, die Federelemente, solche Sachen. Die Bremspads selber, wie man sehen kann, sind jetzt noch eigentlich ganz gut, aber wie ich immer sage, wenn ich in so Regionen fahre wie eben jetzt den Norden von Kanada,
Da will ich möglichst vorbereitet sein, also tausche ich hier einfach per Forma schon mal die Bremssteine hinten. Das Ganze anschließend wieder zusammenschrauben, quasi rückwärts wieder, auf freien Lauf überprüfen und ja, damit hat sich die Sache eigentlich schon. Dasselbe mache ich für vorne ebenfalls, fange hier auf der rechten Seite an, schaue mir das Ganze an, überprüfe hier ebenfalls die Bremssteine, entscheide mich aber an der Stelle, die Bremsen so zu belassen, wie sie sind und wieder zusammenzubauen. Ansonsten, wie man hier sehen kann, sieht ein bisschen komisch aus, dass ich hier entsprechend mit zwei Schlüsseln arbeite, weil ich habe nun mal keinen Drehmomentschlüssel dabei und ich habe auch keine Ratsche, die jetzt irgendwie eine ganze Ecke länger ist, so dass man das Drehmoment vernünftig aufbringen kann. Insofern arbeite ich hier mit so einer Kombination. Sollte man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man auf Reisen ist, bleiben einem da manchmal keine anderen Möglichkeiten übrig. Das ist nun mal so. Ihr daheim mit all eurem Werkzeug, was ich theoretisch zu Hause auch hätte, solltet das auf jeden Fall mit vernünftigen Drehmomentschlüssel und Co. machen. Und zu guter Letzt kommt hier nochmal die Feststellbremse dran. Die Feststellbremse ist jetzt kein riesengroßes Hexenwerk, da ist in der Mitte die Hauptschraube mit einem Labyrinthgewinde versehen, sodass der Bremsstein sozusagen bei Betätigung der Bremse nach vorne geschoben wird. Ist jetzt nichts Wildes, verdreckt aber bei so einer langen Tour sehr gerne und fängt bei mir zumindest dann immer mal wieder an zu hängen. So dass ich hier die komplette Schraube auseinandernehmen muss, sauber machen muss und so weiter und so fort. Zeige ich euch hier an der Stelle nicht, war mir dann zwar aufwendig, nichtsdestotrotz. Beim Einstellen selber halte ich dann immer hier so, dass ich die Handbremse auf die zweite Rastung einstelle und dann entsprechend durch die Justierschraube die Pads sozusagen in dem Labyrinthgewinde nach vorne treibe, um dann hier das Ganze zu arretieren. Das heißt, ich habe auf meiner Handbremse immer so ein bisschen Luft, um zu verhindern, dass sie jetzt unnötig schleift, habe aber genug Futter, um die Bremse halt auch festzuziehen. Nichtsdestotrotz habt ihr in einem der anderen Videos schon gesehen oder gehört vielleicht, mein Verschleiß der Handbremse ist verdammt hoch dafür, dass ich die eigentlich so gut wie nie benutze, nur wenn ich irgendwie an Hanglage irgendwie parke. Und damit sollte für heute erstmal gewesen sein, etwas ungewöhnlicheres Video, aber ich wollte hier nicht so viel reinstopfen. Insofern sage ich für heute, ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein und ja, dann geht's nach Vancouver.